Wenn man in einem Staat nicht in einer privaten Wohnung sich treffen kann, um sich Gedichte vorzulesen, dann ist dieser Staat auch nicht wert, dass man in ihm lebt. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, да. Ich heiße Eckhard Maas und bin in einem Dorf bei Naumburg an der Saale aufgewachsen. Und den Namen Eckhard habe ich auch nach dieser Stiftefigur im Naumburger Dom. Und ich hatte dort engen Kontakt mit den sowjetischen Soldaten, weil meine Vorfahren, meine baltischen Tanten aus St. Petersburg, aus Riga und aus Estland kamen. Und weil ich dort diese engen Kontakte mit den Russen hatte, kam im Dezember 1971 Wolf Biermann uns dort besuchen. Wir kannten uns vorher gar nicht. Ich kannte nur von dieser Schallplatte, jeden Samstag geht der nette, fette Vater. Und ihm war eine Reise nach Moskau abgesagt worden und da sagte eine Freundin, komm, wir fahren zu dem Eckemaß, da gibt es auch Russen. Und so habe ich relativ jung den Wolf Biermann kennengelernt, ich war 19. Ich hatte inzwischen in der Landwirtschaft gearbeitet, an der Ostsee und durfte dann an der Humboldt-Universität noch einmal studieren, mit Empfehlung Wolf Biermanns, marxistisch-leninistische Philosophie, um mir die Grundlagen anzueignen. Galt damals noch etwas. Aber wenige Wochen danach erfolgte die Ausbürgerung Wolf Biermanns, das war für uns sehr bitter. Ich habe dann geholfen, Unterschriften zu sammeln, unter dieser Erklärung der Schriftsteller wurde daraufhin von der Uni relegiert und hatte nur ein Ziel, so eine Wohnung zu schaffen, wie ich die Biermannsche Wohnung erlebt hatte, wo Künstler, Autoren, Schauspieler zusammenkommen und frei miteinander reden können. Und gleich im März 1978 fand hier das erste Konzert statt, das war mein eigenes, mit Liedern von Bulat Okudžava, was im Museum für Deutsche Geschichte, in dem FDJ-Club dort verboten wurde. Dann haben wir das ganze Publikum hier umgelenkt in die Schönflieser Straße und so. Das war eigentlich die Geburtsstunde dieses literarischen Salons, wobei wir das vorher gar nicht so genannt haben. Ich war ja durch die Ausbürgerung von Biermanns ein bisschen verwaist, weil ich hatte ja an ihm meinen besten Partner und Freund und Lehrer. Und ja, dann bin ich dann auf die anderen zugegangen, auf Volker Braun, auf Christa Wolf nach den Lesungen, weil ich wollte unbedingt zu dieser Literaturszene dazugehören und habe dann ja auch angefangen, diese Okudžava-Lieder ins Deutsche zu übersetzen. Dazu brauchte ich Hilfe. Die größte Freundin von mir, das ist die Elke Erb, diese wunderbare Dichterin. Aber ich habe damals auch Sacher Kirsch besucht und nach und nach dann viele, viele Leute kennengelernt. Und dann eben auch durch Zufall diese jüngere Dichtergeneration, die auf eine andere Weise als die ältere schrieb. Das heißt, die ältere Autorengeneration von Christa Wolf bis Wolf Biermann, die glaubten ja alle noch an den Sozialismus, an die sozialistische Utopie und an die DDR. Und das war eigentlich auch das Thema ihres Schreibens. Aber diese neuere Generation, wichtigster Vertreter ist Bert Papenfuß, kam nicht aus Berlin. Und diese Lesungen wurden deswegen so bekannt, weil ich auch aus Schutz immer dafür gesorgt habe, dass einer von der älteren Generation da mit dabei ist. Das heißt, Christa Wolf, Volker Braun, Rainer Kirsch, Elke Erb, Adolf Endler, Franz Fühmann, die standen immer Pate. Und ich wusste, wenn Heiner Müller hier ist oder Christa Wolf, da kommt das Überfallkommando nicht. Also das, der Sinn also dieser Salons war also eine Gegenkultur zu schaffen zu dieser staatlich Verordneten. Und das geschah ja dann auch mit, auch unabhängig von mir. Ich bin da gar nicht der Hauptakteur gewesen. Ich habe immer nur das Essen gekocht und den Raum zur Verfügung gestellt und die Leute zusammengebracht. Es waren immer nur die Maler und die Dichter oder die Schriftsteller, die zu den Salons kamen, weil man ja schon ahnte, dass da wahrscheinlich auch die Stasi sein würde. Und die Leute, die beim Staat angestellt waren, die kamen weniger. Also wer am Theater war, der hatte dann doch Angst, seinen Job zu verlieren. Also die waren etwas zurückhaltender. Aber dass so eine große Gruppe, also von Intellektuellen, also sich von der DDR und auch von der sozialistischen Utopie lossagte, das war natürlich eine ganz klare Vorbereitung, also dieser sogenannten friedlichen Revolution. Ich denke, das hat den Staat auch sehr hart getroffen, weil dieser Staat war ja auf Ideologie aufgebaut.
Das heißt, er hinkte auf seinen ideologischen Klumpfüßen voran. Und wenn jemand ihm diese Klumpfüße wegzieht, das war für ihn gefährlich. Also mit der Kritik von links, also von Wolf Biermann, Robert Havemann oder dann auch den Leuten, die die DDR noch demokratisieren wollten, Bärbel Bohler, ein neues Forum oder Rudolf Barrow, mit denen konnte man ja immer noch reden, mit denen konnte man diskutieren und sagen, ja, das ist die falsche Meinung, das sind Feinde, Abweichler und so weiter, das sind Dissidenten. Aber mit jungen Leuten, die sagen, leckt uns am Arsch mit eurem Sozialismus, alles Quatsch, ne? Das ist viel gefährlicher. Und deswegen dieser große Einsatz dieser Stasi und diese Gefährlichkeit, diese Einschätzung als einen gefährlichen Ort, also auch dieser Wohnungslesungen, die es ja dann nicht nur bei mir gab, sondern an anderen Orten. Also zu Beginn jeder Lesung musste ich den Stasi-Mann vom Küchenfenster im Hof verscheuchen. Da ging ich dann einfach raus, wenn die Lesung anfing, und sagte, hey, schönen guten Abend, zu wem wollen Sie denn? Und wupp, wupp, war der also verschwunden. Und dann hatte man extra eine Wohnung gegenüber der Straße angemietet. Da saß auch ein Stasi-Mann drin. Ich kannte ihn, er hatte ein lahmes Bein, ohne natürlich zu wissen, dass er bei der Stasi war. Der hatte dann den Auftrag, jeden, der meine Wohnung verließ, zu fotografieren. Und dann, manchmal gab es dann auch solche Verfolgungen. Und ich habe meine Stasi-Akten hier zu Hause. Das Einzige, was daran wirklich spannend ist, und eine richtige Nonsens-Literatur, eine richtige Dada-Literatur, das sind diese Beobachtungsberichte der Stasi, weil sie sind absolut inhaltslos. Das andere, die eher bitteren Stellen, die haben natürlich auch ihre Bedeutung. Und als ich dann meine Akte lesen durfte, da wurden mir die Knie weich, weil ich sah, also wie haarscharf ich an diesem Knast in Hohenschönhausen vorbeigeschlittert bin. Und Sie werden es nicht glauben, der, der mich am schlimmsten verraten hat, nämlich der Stasi-Spitze Sascha Andersson, der war gleichzeitig mein Schutzengel. Weil der hat inzwischen eine Liaison mit meiner ersten Frau und wohnt also ja auch immer bei uns, auch schon vorher. Die Dresdner oder Erfurter, wenn die da kamen, die mussten ja irgendwo unterkommen. Die wohnten dann auch immer bei uns. Und die Stasi hatte Angst, dass, wenn sie mich verhaften, ein Schatten auf ihren wichtigsten Stasi-Spitze fällt. So hat er mich gleichzeitig auch geschützt. Also bei all diesen Lesungen war mir klar, dass hier Spitzel der Stasi dabei sind. Aber weil man es nicht wusste, wer das war, habe ich auch alle Verdächtigungen verboten. Also es kam vor, dass jemand zu mir sagte, du Ecke, der ist bei der Stasi, den lade mal nicht mehr mit ein. Da habe ich gesagt, wieso, woher weißt du das? Hat er es dir gesagt? Nee. Sag ich, na, dann kannst du es auch nicht wissen. Dann verbreite dir nicht so einen Quatsch, denn das ist ja gerade das Ziel der Stasi, uns auseinanderzubringen. Sollen die hier sitzen und sich die Gedichte anhören? Ich meine, wir lesen ja hier keine politischen Umstürzlerprogramme, sondern wir lesen hier Gedichte vor. Aber die haben diese Stasi-Spitzel, wenn sie hier diese Berichte lesen, die haben gespürt, dass das sehr aufsässig ist, weil es also ihre ganze Staatsdoktrin, ihre Ideologie nicht mehr bedient, sondern sich darüber lustig macht. Naja, wir haben ihn leider alle gern gehabt und er war ja auch ein interessanter Dichter. Ich schätze immer noch auch einige seiner früheren damaligen Gedichte. Ich kann nicht sagen, dass die mir jetzt, dass ich die nun plötzlich schlecht finde, die ich damals gut gefunden habe. Es gab auch eine ganze Reihe Gedichte, die durchaus auch eine politische Brisanz hatte. Ja, und erfahren habe ich davon erst, nachdem ich dann, 1992, glaube ich, dann meine Akte lesen konnte. Ne? Ja. Und interessant noch ganz kurz diese Geschichte, wie er enttarnt wurde. Jürgen Fuchs, der als erster dort in der Gauk-Behörde dort lesen konnte, der entdeckte zufälligerweise, Sascha Andersson hat dort einen Decknamen, war bei der Stasi. Der ruft natürlich sofort seinen Freund Wolf Biermann an und sagte, du Wolf, habe ich es mir doch gedacht, sagt der Biermann, der war doch immer ein falscher 50er. Ne? Und hat dann mich angerufen und hat gesagt, du Ecke, dein früherer Busenfreund, der dir die Frau aus dem Bett geholt hat, ne, der war bei der Stasi. Ich sage, Mensch, dass er ein Schwein war, wusste ich schon vorher. Aber bei der Stasi, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, du wirst es sehen, ich werde das bei meiner Büchner Preisrede öffentlich machen. Das war natürlich ein Schlag hier ins Kontor und dann haben viele Freunde sich dann auch von ihm losgesagt.
Sascha Andersson hat immer heimlich fotografiert und der hat auch so ein bisschen, naja, alle waren so von ihm überzeugt, dass der in Ordnung ist. Aber der hat auch heimlich unter der Jacke dann diese Lesungen mitgeschnitten. Und das Irre ist, dass wir diesen Mitschnitten, also jedenfalls ein paar davon habe ich, ne, tatsächlich einiges verdanken. Erstmal sind das großartige Dokumente, wobei ich auch einige selber mitgeschnitten habe, ganz offiziell, also mit dem Radiorekorder, den ich mir dafür besorgt hatte. Aber er hat auch welche mitgeschnitten und beichte dann auch der Stasi, dass das Band leider geklemmt hat. Ich bedauere das sehr, dadurch haben wir jetzt diese Stimmen am Anfang der Lesungen verloren. Aber auf diesem Band sind zum Beispiel 5 Gedichte gelesen worden von einem jungen Dresdner Dichter, Michael Rohm, der dann in den Westen ging, über sehr viele, gerade auch von den Malern, weil in dieses Kackland DDR zu klein wurde. Und der ist dann, wir waren mal Nachtpförtner in einem Hotel, um ein bisschen Geld zu verdienen, und ist er erschossen worden. Da kam jemand, hat ihn erschossen, um diese 300 Mark da zu klauen. Und jemand hat hier seine Gedichte herausgegeben und die sind nirgendwo gesammelt, die sind alle verloren. Und dann kam er auch zu mir, hast du da irgendwas? Ich sage, komm, wir hören da mal rein. Und diese 5 Gedichte, die da mitgeschnitten sind, die waren sonst nirgendwo mehr da. Also die sind dadurch gerettet worden. Ich sprach ja schon von meiner Kindheit her an Russisch. Und wenn man in den Westen nicht reisen darf, dann reist man halt in den Osten und nimmt sich dort diese Freiheit, die man zum Leben braucht. Und der größte Reichtum meines Lebens waren dann diese Reisen, besonders durch die Länder der Sowjetunion. Am Anfang waren das Reisen unerkannt durch Freundesland. Das heißt, man durfte nach 68 nicht mehr durch Prag reisen. Man wollte die DDR-Bürger schützen, also vor diesen roten Ideen dort. Ja. Und dadurch wurden sehr leichtsinnig Durchgangsvisen erteilt, Transitvisen durch den südlichen Zipfel der Sowjetunion, also durch die Ukraine. Also man reiste dann über Polen, an Krakau vorbei, und dann in die Ukraine rein und kam dann im Norden Rumäniens in die östlichen Länder. Da war man erstmal in der Sowjetunion drinnen. In der Ukraine, dann hat Autostopp, da sind die Bergsteiger in den Kaukasus gefahren, die sind in den Tinshan gefahren, einer ist bis nach China gekommen, andere wiederum in den Norden. Und dann blieb man dann 3-4 Wochen, bis man erwischt wurde und wieder zurückgeschickt wurde. Und die Leute, die lernte man auf der Reise kennen. Also ich habe zum Beispiel vor allem Maler kennengelernt. Weil wenn man jetzt so illegal durch ein Land reist, kann man ja nicht die offiziellen Flugzeuge oder sowas benutzen, weil überall muss man den Pass vorlegen. Und das war ein großes Problem, bis man dann mitbekommen hat, man reist einfach als Sowjetmensch. Und wenn man gefragt wird, wo kommst du her, da sagt man aus dem Baltikum. War ja nicht eine ganze Lüge, meine Großmutter ist ja wirklich dort geboren und mein Großvater. Und dann kommt man in eine fremde Stadt, steigt dann aus, steigt in ein Taxi und lässt sich zu dem Künstlerhaus bringen. Es gab in jedem sowjetischen Städtchen ein Dom Chodorschnikow. Auch um die Künstler besser kontrollieren zu können, kriegten die also in einem Haus alle Ateliers zur Verfügung gestellt. Und das Haus hatte manchmal verschiedene Namen, da fuhr man dann hin und dann ging man frech durch die Ateliers. Und dann fand man irgendeinen Künstler, dessen Bilder einem gefielen und der einem sympathisch war. Und die Künstler freuten sich natürlich, dass da jemand aus Berlin kam und mit ihm über seine Werke sprach. Und so entstanden dann viele, viele Freundschaften. Man wurde dann auch weitergereicht zu den nächsten Künstlern der nächsten Stadt. Das ging eigentlich nahtlos über, dass in den 90er Jahren, besonders Anfang der 90er Jahre, alle meine Autorenfreunde aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Die kriegten alle hier beim DAD oder an anderen Stellen, beim Wissenschaftskolleg, Stipendien. Weil das Interesse in den 90er Jahren an den dissidenten Künstlern des ehemaligen Ostblocks sehr groß war. Раскаян